alle miteinander. Hallo, wir sind das Ü-Theater. Die Marlene, ich, der Kai und die Miri, die uns da vorne sind. Wir beginnen unser Theaterstück oder Performance mit der Lesung eines kleinen Ausschnitts aus der Autobiografie der Anarchistin Emma Goldman. Zwar aus ihrer Autobiografie Living My Life. Ich lebte wieder auf. Bei den Veranstaltungen gehörte ich zu den unermüdlichsten und ausgelassensten Tänzerinnen. Eines Abends nahm ich ein junger Vetter von Sascha beiseite. Mit ernster Miene, so als wollte er den Tod eines teuren Genossen bekannt geben, flüsterte er mir zu, dass es sich für einen Agitator nicht gehörte zu tanzen. Es wäre unwürdig für jemanden, der eine treibende Kraft in der anarchistischen Bewegung werden sollte. Die schamlose Einmischung des Jungen machte mich wütend. Ich konnte nicht glauben, dass eine Sache, die für ein schönes Ideal, für Anarchie, für Zufriedenheit und Freiheit von Konventionen und Vorurteilen die Verleugnung des Lebens unter Freude fordern könnte. Die Sache durfte nicht erwarten, dass ich zur Nonne und die ganze Bewegung zu einem Kloster würde. Ich möchte Freiheit, mich selbst verwirklichen. Jeder soll das Recht haben, Schönes und Sinnvolles zu tun. Das bedeutet Anarchismus für mich, sagte ich zu ihm. Soweit Emma Goldman aus ihrer Autobiografie. Auf diese Geschichte geht der schöne Spruch zurück: Wenn ich nicht tanzen kann, dann ist das nicht meine Revolution. In diesem Sinne spielen wir jetzt ein Lied von Bertolt Brecht aus seinem Stück Die Tage der Kommune und tanzen dazu. Damit die Musik von Hans Eisler etwas tanzbarer wird, haben wir sie verlangsamt und einen Dreivierteltakt daraus gemacht, also einen Walzer. Das Lied heißt in unserer Version statt Resolution der KommunatInnen Tanz der KommunatInnen. Der Text ist allerdings original von Bertolt Brecht. Erwägung, dass da Häuser stehen,
wären wir uns ohne bleiben Last. Haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, es gibt so viel Kohle, während es uns ohne Kohlen friert, haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen, in Erwägung, dass es uns dann warm sein wird. Aufzubauen. In der Welt.